Ja, es müssten jetzt, ich glaube, knappe 13 Jahre her sein. Da haben wir in der Oderberger Straße im Prenzlauer Berkenladen aufgemacht. Da ging es dann so bergab, bergab, aber im Sinne von den Laden runter. Eigentlich war so die Idee gewesen mit meinem Bruder, hey, lass uns mal irgendwie was machen, lass uns einen Store aufmachen. Vorher gab es ja den Trainer Store in Mitte, in Altenschönhauser. Den hatte ich mit einem Kumpel zusammen gemacht und dann habe ich halt mit Schücki gesagt, hey, lass uns einen Store machen, der einfach mal was Neues ist im deutschen Markt. Das heißt, limitierte Sachen direkt vom Hersteller. Ja, Oderberger Straße, Prenzlauer Berg war halt ganz cool gewesen, weil das halt so für uns Mauerpark nicht weit, viele junge Leute. Wir hatten aber ein begrenztes Budget. Unser Budget war, glaube ich, möchte nicht lügen, 2000 Euro oder sowas für eine komplette Ladeneinrichtung. Das heißt, Lampen rein, Bodenbelag rein und aber auch Regale. Ja, da hieß es dann halt wirklich ein bisschen das Köpfchen anstrengen. Was wir gemacht haben, da es ja so ein Souterrain-Geschäft war, wir haben Terrassenplatten ausgelegt. Und diese Terrassenplatten hatten natürlich einen praktischen Vorteil. Einmal so ein federndes Laufgefühl. Und zweitens, wir mussten nie saugen, weil alles da drunter blieb, der ganze Dreck. Also nach dem Auszug sah es echt mies aus. Der Grund, weshalb wir eigentlich Soulbox heißen, ist, weil der Laden halt dafür ausschlaggebend war. Und zwar war der ganze Laden aus Boxen gemacht, aus Pappkartonboxen. Und auf den Pappkartonboxen wurden halt Sohlen draufgestellt. Also Soulbox. Und so kam halt der Name zustande. Der ganze Laden hat am Ende des Tages für viel Aufsehen gesorgt. Zur Fashion Week damals übrigens auch. Ja, und dann ging es halt weiter. Wir sind dann irgendwann, nachdem wir die Oderberger über hatten, nach, ich glaube, gute 2,5 Jahre, 3 Jahre, haben wir uns gedacht, wir fahren wieder zurück in den Westen. Und wir waren erstmal in der Nürnberger 16 in einem größeren Ladengeschäft. Der ganze Laden war in komplett weiß. Das war so ein Novum im Prinzip von der, ich sag jetzt mal, improvisierten Bude zu einem Laden, der wirklich Hand und Fuß hat. Wir haben uns von Delta, das ist ein bekannter Graffiti-Artist aus Holland, der hat uns ein riesengroßes 3D-Soulbox als Schuhregal gemacht. Das Ganze haben wir dann in weiß gestaltet, Bodenbelag, Wände, auch das Regal wurde dann in weiß gestrichen. Und das war schon was, wo die Leute gesagt haben, wow, das haben die halt nicht von uns erwartet, dass das, die Jungs mit den Pappkartons jetzt einen Laden in Hochglanzweiß hinzaubern. Hat riesen Spaß gemacht. Leider nach 5 Jahren ist uns der Mietvertrag dann ausgelaufen und dann mussten wir uns verkleinern. Das Schicksal wollte, dass wir den Laden gleich nebenan uns nehmen. Und wir haben im Prinzip die Stilelemente aus dem alten Laden, sozusagen aus der Nürnberger 16, übernommen, aber den ganzen Laden dann in schwarz gestaltet. Kam auch gut an. Irgendwann sind wir dann aber halt zum Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp, der Laden ist zu klein, wir platzen aus allen Nähten. Mittlerweile haben wir schon Schuhkartons oben. Das fanden viele Leute sehr, sehr cool, weil eine Sneakerbude ist eine Sneakerbude und die Leute finden es cool, wenn sie in den Laden reinkommen und da Schuhkartons stehen. Das ist halt sehr interessant. Wir fanden es selber nicht hübsch, aber die Kunden fanden es hübsch. Trotzdem haben wir uns irgendwann gesagt, okay, es ist jetzt Zeit, wieder eine Veränderung zu bringen. Wir suchen jetzt in ganz Deutschland nach einem Store und siehe da, wir haben einen gefunden, der ist nicht weit entfernt. Nummer 16 war vorher, jetzt ist es Nummer 14. Warum in die Ferne schweifen, heißt es so schön. Und ich meine, wenn wir jetzt hier schon seit 8 Jahren, 9 Jahren sind, dann macht es ja nur Sinn, in dem gleichen Gefilde und in dem gleichen District zu bleiben. Und wir sind gespannt, wie es euch gefällt. Uns gefällt es sehr, sehr gut. Wir haben uns ein paar Sachen einfallen lassen. Ja, das Besondere an dem neuen Soulbox Store ist wahrscheinlich, wir haben diesmal 2 Etagen. Wir haben in der ersten Etage haben wir natürlich sehr, sehr viele Schuhe, größtenteils nur Schuhe. Unser Konzept dahinter ist, oder das Thema dahinter ist Industrielager, Lager. Kam eigentlich die Idee, weil in dem kleinen Store ja im Prinzip schon viel oben gelagert wurde. Warum führen wir einfach nicht diesen roten Faden weiter und machen unseren ganzen Laden zu einem Lager? Aber natürlich vielleicht ein bisschen schöner interpretiert das Ganze. Also summa summarum haben wir komplett den ganzen Laden entkernt. Es ist nichts mehr an dem Platz, was es vorher gab. Wir haben selbst das Geländer wurde komplett runtergerissen. Wir haben da eine Treppe, die hochführt und diese hat ein extra Geländer bekommen, was im Prinzip so diese Käfige in Industriestraßen wiedergibt. Ebenso gut ist unser Tresen ist im Prinzip ein Hochregal, was beleuchtet wird. Wir haben an der Seite rechts haben wir nochmal ein Hochregal, was als Schauplatz dient, auch für Accessoires. Wir haben da einen Glaskasten drin. Wir haben dann in die Höhe können wir dann halt mit Toys und allem Möglichen halt arbeiten. Also Vinyl-Toys, keine anderen Toys. Links und rechts finden wir dann Schuhwände und diese Schuhwände
bieten dann halt sehr, sehr viel Platz für Schuhe. Hoffentlich mehr Platz, als wir vorher hatten. Also man findet in der ersten Etage nicht nur Schuhe, sondern halt noch ein besonderes Gimmick, was da in der Ecke steht. Warum nicht mal ein Roboter? Das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen strange auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt schon geil, wenn man den Kunden einbindet und sagt, lieber Kunde, bitte, der Roboter steht dir zur Verfügung. Der bringt dir so viele Schuhe, wie auch immer du willst, ohne jemals eine Grimasse zu ziehen. Und vielleicht ist das ja auch fiktiv gesprochen die Zukunft des Einzelhandels, dass irgendwann mal wir es schaffen, dieses Online-24-Stunden-Shopping vielleicht mal auch physisch hinzubekommen. Das heißt, einen physischen Laden, der es schafft, 24 Stunden den Kunden zu bedienen, ohne im Prinzip das Setup sozusagen physischer Laden aufgeben zu müssen. Online ist cool, aber ich denke, dieses altbackene, das Produkt auch anfassen zu dürfen, anprobieren zu dürfen, ist immer besser, denke ich, als etwas geschickt bekommen und wieder zurückschicken. Und dafür wird unser lieber Roboter zur Verfügung stehen. Den Namen werden wir dann zum Opening von dem Roboter dann noch bekannt geben, ob es eine Sie ist, ob es ein Er ist. Aber wir hoffen, dass es euch Spaß macht, den Kollegen zum Einsatz oder die Kollegin zum Einsatz zu bringen. Wenn man dann hochgeht, haben wir noch wieder die Möglichkeit, wir hatten ja in dem großen Store sehr, sehr viel an Textil gehabt. Wir werden auch wieder Textil verstärkt reinnehmen ins Programm. Was wir dann drin haben werden, das werdet ihr dann sehen, wenn der Store aufmacht. Und ja, das ist hoffentlich etwas, was euch allen gefallen wird. Das Schöne, wir haben kein Lager, was wir verstecken müssen. Deshalb haben wir uns gesagt, wir packen das hinter Glaswände. Wir haben ein Rolling Rack Lager. Das heißt, das ist vorstellbar wie in einem riesen Archiv. Man kann diese Regale von links nach rechts bewegen und der Kunde kann sehen, wenn wir uns im Lager bewegen. Das heißt, wir haben nichts zu verbergen und ich glaube, das ist ja auch mal was Nettes. Vergleichbar in einem guten Restaurant kannst du auch in die Küche einblicken. Von Anfang an, seit es Soulbox gibt, ist es ja eigentlich eine Traumverwirklichung. Also ich bin froh, ich habe mit meinen Brüdern im Prinzip etwas geschaffen, wo viele Leute sich immer fragen, ob uns das eigentlich bewusst ist. Eigentlich habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, aber wenn man so sich mal wirklich eine ruhige Minute nimmt und darüber nachdenkt, hey, wir haben es geschafft, weltweit bekannt zu sein und ein Laden hat den anderen im Prinzip immer wieder schön abgelöst mit schönen Ideen und Teilen. Das Ding ist hoffentlich der Anfang sogar noch von vielen weiteren interessanten Store-Konzepten, die wir immer wieder neu generieren werden. Also jeder Soulbox-Store, den wir hoffentlich in der Zukunft rausbringen, wird sich neu erfinden. Und das ist der Anfang.